Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werde ich dir sagen, welchen Spieler du beim Season Pass auf Level 30 nehmen sollst. Einmal Christian Tello, Sugawara oder Engen. Lass gerne jetzt noch ein Like und Abo da und let's go mit dem Video. So, beginnen tun wir mit Christian Tello. Er ist 1,78 groß, hat Arbeitsraten Mittel-Mittel, 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß, starker Fuß ist rechts. Insgesamt hat er nur einen Spielstil. Kommen wir nun zu seinen Werten. Er hat insgesamt 92 Tempo, 80 Schuss, 85 Passspiel, 85 Dribbling, 61 Defensive, 72 Physis. Seine Werte für einen Flügelspieler sind hier eigentlich sehr ordentlich. Er hat sehr gutes Schießen, sehr gutes Passen auch und Dribbling ist auch sehr in Ordnung. Leider hat er nur einen Spielstil und das ist Raserei und der ist leider auch nicht in Gold, sondern nur in Weiß. Und zudem spielt er in der Saudi League. Kommen wir zum nächsten Spieler, das ist Sugawara. Er ist 1,78 groß, hat Arbeitsraten hoch, hat 3 Sterne Skills, 3 Sterne schwacher Fuß, starker Fuß ist rechts und er hat ebenfalls einen Spielstil. Er spielt in der niederländischen Liga bei Alkmaar. Seine Werte sind außerordentlich ausgeglichen für seine Position, das heißt, er kann alles irgendwie ein bisschen, er ist gut schnell, er hat gutes Dribbling, Defensive und Physis ist auch sehr ordentlich. Er hat ebenfalls nur ein Spielstil und das ist langer Einwurf, der ihn nicht wirklich was bringt. Und als letztes haben wir Engen. Sie ist 1,77 groß, hat Arbeitsraten mittelhoch, 3 Sterne Skills, 3 Sterne schwacher Fuß, starker Fuß ist rechts und sie hat auch einen Spielstil. Kommen wir nun zu ihren Werten. Sie hat ordentliche Werte für ihre Position, allerdings könnte sie ein bisschen beweglicher sein. Und ihr einer Spielstil Abfang ist in Ordnung, allerdings ist er auch leider nur in Weiß. Kommen wir nun zu meinem Fazit, welchen Spieler ich euch empfehlen würde und welchen auf gar keinen Fall. Als allererstes, den Spieler, den ich euch nicht empfehlen würde, ist Engen. Relativ leicht, warum nicht? Ganz einfach, sie ist mir für ihre Position einfach nicht richtig. Das heißt, sie hat einfach nicht genug Stärke und nicht den Körper, um auf ihre Position zu spielen. Das heißt, ich brauche da jemanden, der ein bisschen mehr Körper hat und zudem ist sie leider auch nicht sehr beweglich. Was schon etwas spannender hingegen ist, ist Sugawara und Christian Tello. Bei Sugawara ist das Problem, dass er leider auch Japaner ist und in der niederländischen Liga spielt. Das ist auch nicht besonders leicht zu linken. Allerdings empfehle ich euch, wenn ihr noch einen sehr guten Achter braucht, den ihr euch einwechseln könnt oder sonstiges, der kann überall fast im Mittelfeld spielen. Das heißt, wenn ihr da jemanden braucht, den ihr da reinschmeißen könnt, dann nehmt Sugawara. Wenn euch da noch einer fehlt auf der Bank, dann nehmt den. Aber wenn ihr jemanden sucht, den ihr in die Startelf packen könnt und spielen könnt, dann empfehle ich euch Christian Tello. Warum? Nämlich hat die Saudi League jetzt schon ein paar wirklich coole Links, beispielsweise mit Malcolm Evolutions oder halt eben Neymar und so weiter. Da könnt ihr den auch spielen, seine Werte sind völlig in Ordnung, um ihn in der Startelf zu spielen. Sein Schuss und Pass ist auch sehr gut, Tempo sowieso. Den könnt ihr ohne Probleme spielen, ihr könnt ihn sogar auf der 10 spielen. Das war's mit dem Video, gerne noch Like, Abo dalassen, Support ist kein Wort und ciao.